Servus, guten Morgen. Mich hat gestern eine E-Mail erreicht, die habe ich aber leider erst heute gelesen, weil gestern private Termine anstanden, nachmittags. Und ja, die haben mich sehr gefreut. Ich habe eine kleine Schulung über Visual Scripting gehalten und über die Einbauteile und habe jetzt ein Dankesvideo bekommen. Wie geil ist das? Einfach überrascht worden. Und die möchte ich euch nicht vorenthalten. Da geht es um eine Fertigteilstütze und danach Elastomerlager von Kallenberg draufgelegt. Schaut es euch am besten selber an. Ich freue mich bombastisch. Danke für diesen Input. Servus, ein Klick für dich, ein Ritterschlag für mich. Hallo lieber Peter, letzte Woche hatten wir noch eine kleine Schulung von dir zum Thema Visual Scripting in Kombination mit deinen Einbauteilen. Im Folgenden möchte ich dir zeigen, was wir bisher gemacht haben und wie wir dadurch an Geschwindigkeit gewonnen haben. Wir starten mit dem Erstellen einer Fertigteilstütze. Wenn du das hier siehst, wir haben das alles in Visual Scripting schon programmiert, setzen hier unsere erste Stütze ab und schauen uns das mal in der 3D-Ansicht an. Klicken wir hier nochmal auf die Stütze, sehen wir hier unsere Parameter, die wir verstellen können. Zum einen wäre das die Höhe. Können wir eine 6-Meter-Stütze machen, wir könnten aber auch eine 4,50 Meter-Stütze machen, aber wir bleiben hier bei der 5-Meter-Stütze. Genauso könnten wir die Stützenabmessungen anpassen, beliebig, wie wir das wollen. Aber auch hier bleiben wir bei 50-50. Auch unsere Konsolen sind individuell anpassbar. Zum einen könnten wir hier die Anfangsstärke ist immer an der Stütze, und die Endstärke an der Konsolende verändern. So könnten wir auch eine Konsole mit einer Verjüngung problemlos herstellen. Die Auskragung ist immer, wie weit schaut unsere Stütze nach außen oder wie weit steht sie über. Hier könnte man natürlich auch 50 cm, aber ist natürlich hier, ja, wir gehen mit 20 cm ins Rennen, das reicht aus. Auf der anderen Seite hätten wir die gleichen Parameter. So können wir beide Konsolen unabhängig voneinander anpassen. Auch im Stützenkopf, eine Auslenkung oder ein Schlitz ist individuell erstellbar. Wir haben hier einen Schlitz bisher, weil wir sagen, okay, wir haben hier von beiden Seiten vielleicht einen Koppelträger aufliegen. Der Koppelträger soll 20 cm in der Stärke haben und 50 cm in der Höhe. Also haben wir hier eine Höhe von 51 cm gewählt, weil wir darunter ja noch das Elastomerlager benötigen. Die Breite haben wir mit 50, aber wir können auch sagen, wenn es zum Beispiel nur von einer Seite aufliegt, dann hätten wir nur eine Ausklinkung, eine kleine. Aber wir haben es ja hier von beiden Seiten. Genauso könnten wir hier sagen, die Konsole hat keine 24 cm, nur 22. Dann sieht man, wird sie hier dünner und dann ist natürlich die Verschiebung 14 cm, dass wir hier unsere Ohren hier oben auf beiden Seiten gleichmäßig haben. So. So schnell hätten wir eine Fertigteilstütze erstellt mit Visual Scripting. Vielen Dank für die Schulung hierfür. Das hat uns sehr weitergeholfen. Aber wir sind ja noch nicht am Ende. Wenn wir jetzt weitergehen, fehlen an unserer Stütze natürlich auch noch die Elastomerlager. Seit kurzem, oder was heißt seit kurzem? Ich glaube, seit Jahresanfang hast du auch die Elastomerlager bei dir im Sortiment. Daher haben wir die natürlich ausgewählt. Du hast die hier von Kahlenberg mit drin. Bisher hatten wir Kahlenberg noch nicht genutzt, weil wir einfach andere Elastomerlager zur Ausführung gebracht haben. Ja, weil wir gesagt haben, hierfür gibt es schöne Tools, auch zur Bemessung. Deswegen waren wir hier bei anderen Herstellern. Aber du hast uns überzeugt mit der Aussage, dass auch Kahlenberg in der Zwischenzeit ein Bemessungstool hat, was für jeden zugänglich ist, was relativ einfach zu handhaben ist. Also haben wir gesagt, wenn du die Elastomerlage bei dir im Sortiment hast, werden wir die natürlich auch nutzen. Schauen wir mal an, wie das funktioniert. Das hier reinschieben, hier sehen wir, ich habe es natürlich vorher eingegeben, deswegen sind hier noch viele Voreinstellungen drin, dass es natürlich hier zu unserer Stütze gleich passt. Was kann man hier eingeben?
den Hersteller. Hier hast du leider bisher nur Kahlenberg drin, aber wir sind schon froh, dass du jemand hast und mit Kahlenberg einen starken Partner, der ja auch sehr gute Produkte herstellt. Wir sind glücklich, dies in Zukunft auch zu nutzen. Wir wollen ein unbewehrtes Lager. Wir haben den Kompaktlager CR2000 aus der Voreinstellung einfach mal übernommen, rechteckig. Wir brauchen keine F90, oder wir haben keine Brandschutzanforderungen, daher ist das für uns irrelevant. Wir haben eine Dicke, hier sehen wir es gleich, hier geht nur 11, wir nehmen die 11 mm Dicke. Wir haben hier eine Breite von 150, das liegt daran, dass ich sage, ich habe hier 20 cm Auskragung bei einer 50 cm breiten Stütze. Ich möchte natürlich nicht, dass dann meine Elastomerlager bis zur äußeren Kante liegen, sondern ich schneide die Elastomerlager ringsum 2,5 cm zurück, also werden die insgesamt 5 cm kleiner. Bei 20 cm Auskragung hätten wir hier 15 und bei 450 Breite wären wir hier bei 45. Wenn wir hier vielleicht einen Träger auflegen, der vielleicht Torsion hat, brauchen wir statt einer Bohrung oder einem Dollen vielleicht auch zwei. Auch das kann ich hier in den Elastomerlagern von Kahlenberg relativ einfach berücksichtigen. Hier hast du uns die Möglichkeit gegeben, beliebig viele Bohrungen einzubringen, wo ich auch von der Geometrie her und von den Koordinaten her festlegen kann. 75, man sieht schon, die Bohrungen sind in der Mitte. Ich habe dann einmal den Abstand von 350 gewählt, also sprich 10 cm vom oberen Abstand und 10 cm vom unteren Abstand. Somit sind die Bohrungen schon definiert und jetzt kann ich das Ganze schon in meinem 3D absetzen, damit ich das nachher auch, wenn ich den Plan ableite, die Bauteile drin habe. Ich brauche das Ganze ja jetzt hier noch rechtwinklig, also sage ich hier unten, der Drehwinkel soll hier 90 Grad sein. Und dann sieht man schon, das Elastomerlager wurde gedreht. Habe die Abstände hier eingegeben und das Ganze soll in 3 Meter Höhe sein. Setze das Ganze ab, kann hier den Text noch etwas verschieben und habe schon mein erstes Elastomerlager im Bauteil abgesetzt. Man sieht, es geht rasend schnell. Man sitzt an der richtigen Stelle und ist in 3D schon integriert und ist vor allem auch per IFC übergebbar. Auf der anderen Seite brauche ich das natürlich das Gleiche. Es lässt sich natürlich auch problemlos in Alplan mit dem Kopierbefehl kopieren. Auch hier ist meine Beschriftung etwas falsch, also schiebe ich die nach oben. Aber das passe ich nachher im Detailplan sowieso nochmal an. So. Und sieh da, auf beiden Seiten haben wir schon die Elastomerlage eingeplant. Für den Stützenkopf machen wir natürlich noch das Gleiche. Hier haben wir einen 24er Schlitz, wenn wir uns noch erinnern an die Erstellung vorher. Hier gehen wir natürlich her, wenn 24er Loch heißt, wir haben einen 20er Fertigteilbinder drin, also 2 cm Luft rechts und links von den Backen. Dann brauchen wir ein Elastomerlager, was dann nicht nur 5 cm kleiner ist, sondern das muss dann die 2 cm abdecken von beiden Seiten, also haben wir schon 4. Und zusätzlich noch die 5 cm, dann wären wir insgesamt bei 9 cm, was man hier abziehen müsste. Wir haben hier ein 24er Loch. Also müssten wir hier dann auf 15 cm wieder gehen, natürlich schon voreingestellt und die 450 in die Vertikale, das passt ja immer noch. Also haben wir hier 0,045, 0,025 und in der Höhe von 4,49 m. Setzen wir es ab. Text schiebe ich noch raus, sage dann, es ist in Ordnung und schon hätte ich eine Fertigteilstütze.
mit Konsolen und Elastomerlager modelliert und schon richtig abgesetzt. Und das Schöne daran ist, ich könnte das Ganze jetzt weiter kopieren, weil im Fertigteilbau haben wir oft die gleichen Bauteile. Wenn ich zum Schluss eine Mengenermittlung benötige, muss ich jetzt natürlich die Menge nicht mehr abzählen, sondern kann das über einen Report machen. Ich gehe jetzt her, bevor ich den Report erstelle, gebe ich jetzt allen einen unterschiedlichen Namen, dass man nachher auch sieht, was hier rauskommt. So. Möchte hier auch das Beschriftung noch etwas verschieben. Sieht sehr anwenderfreundlich. So. Und wenn ich jetzt meine ganze Halle zum Beispiel erstellt habe, mit lauter Fertigteilstützen und verschiedenen Einbauteilen oder Montageteilen, dann kann ich natürlich auch für eine Massenermittlung oder für eine Mengenermittlung problemlos einen Report erstellen. Am Anfang ist der hier jetzt bei uns leer, weil wir natürlich, wenn wir hier auf die linke Seite schauen, Einbauteiltyp ist ein Einbauteil, aber wir haben keine Einbauteile. Einbauteile werden auf der Baustelle eingebaut. Wir haben ein Montagebauteil. Und wenn ich hier auf Montageteile umstelle, bekomme ich sofort eine Mengenermittlung. Wie viele Elastomerlager habe ich hier eingeplant? Nun stellt sich nur noch die Frage, sind das die richtigen Elastomerlager? Die müsste man ja jetzt hier noch bemessen. Hier sind wir gespannt auf deine Schulung am 5. Juli im Nemetschek-Haus in München, wo Kahlenberg das Bemessungstool vorstellt, damit wir zukünftig nicht nur mit deinen Einbauteilen modellieren, sondern auch gleichzeitig noch mit dem Kahlenberg-Tool die Elastomerlager direkt vordimensionieren oder dimensionieren können. Hierfür vielen Dank, und die Schulung, die du uns hier mal wieder gegeben hast, beschleunigt uns mal wieder deutlich und passt zu unseren Prozessen. Unsere BIM-Prozesse werden immer runder durch deine Unterstützung. Vielen Dank hierfür. Ciao. Servus, ein Klick für dich, ein Ritterschlag für mich.